30. Lektion. Ein ruhiger Nachmittag im Hotel. Ich habe keine Lust, länger im Hotel zu bleiben. Es gibt hier so viel zu sehen und wir bleiben nur 3 Tage. Warum siehst du den ganzen Nachmittag fern? Erstens ist es gut für mein Deutsch. Und zweitens bezahle ich nicht umsonst ein Zimmer mit Fernsehapparat. Wir können das Zimmer wechseln. Kommt nicht in Frage. Ich ziehe nicht alle 5 Minuten um. Lass uns nur ein Stündchen in die Stadt gehen. Wir können an der Alster spazieren gehen. Bei dem Wetter? Es regnet in Strömen. Dann lass uns in ein Café am Hafen gehen und die Schiffe beobachten. Schiffe kann ich zu Hause jeden Tag sehen. Fernsehen auch. Warum hast du die Reise nach Hamburg bezahlt, wenn du die ganze Zeit im Hotelzimmer sitzt? Das weißt du doch genau. Um dir eine Freude zu machen. Ein ruhiger Nachmittag im Hotel. Ich habe keine Lust, länger im Hotel zu bleiben. Es gibt hier so viel zu sehen und wir bleiben nur 3 Tage. Warum siehst du den ganzen Nachmittag fern? Erstens ist es gut für mein Deutsch und zweitens bezahle ich nicht umsonst ein Zimmer mit Fernsehapparat. Wir können das Zimmer wechseln. Kommt nicht in Frage. Ich ziehe nicht alle 5 Minuten um. Lass uns nur ein Stündchen in die Stadt gehen. Wir können an der Alster spazieren gehen. Bei dem Wetter? Es regnet in Strömen. Dann lass uns in ein Café am Hafen gehen und die Schiffe beobachten. Schiffe kann ich zu Hause jeden Tag sehen. Fernsehen auch. Warum hast du die Reise nach Hamburg bezahlt, wenn du die ganze Zeit im Hotelzimmer sitzt? Das weißt du doch genau. Um dir eine Freude zu machen. Thank you.
Übung. Haben Sie Lust, mit mir zu essen? Er arbeitet den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ich möchte gern länger bleiben. Bei dem Wetter gehe ich nicht auf die Straße. Er sitzt die ganze Zeit zu Hause in seinem Zimmer und sieht fern. Lass uns ein wenig spazieren gehen. Herzlichen Dank. Viel Glück.